Ich bin wieder da und wir spielen weiter The Binding of Isaac. Isaac, The Binding of Isaac. Und Challenges, 7 years bad luck. Ich frage mich, ob das, wie sich das kombiniert. Aua, Bad Luck mit guten Luck. Er hat Luck. Wir haben Bad Luck. Die Challenge macht der Bad Luck. Aber Kane hat ja Luck. Luck Food. Also ist die Frage, wie sich das so stackt. Dankeschön. Hallo? Warum schießen die alle nach oben, wenn die sterben? Curse of the K, Sella XL. Von mir aus. Auch ein, dass er einfach weg ist, dann wird es explodiert. So ein Sack. Aber diese Spinnen. Hey, ich bin doch gerade noch weggegangen. Warum fliegen die so langsam? Warum konnte ich da jetzt nicht mehr rechtzeitig ausweichen? Bumm. Small walk. The small walk. Damage up, tears up, minus, player speed down. Okay. Ich mach mal Schaden und ich wollte mehr. Dadurch, dass ich einfach so einen kleinen Stein in meinem Kopf habe. Ace of Spades. Mehr Tarotkarten. Oder sagen wir eine höhere Wahrscheinlichkeit auf Tarotkarten. Oder man sagt einfach mehr Tarot. Ja, klar.
Sie müssen natürlich immer so nah dran sein, dass sie mich treffen. Mit ihrer scheiß Explosion. Natürlich, warum denn auch? Warum sollte es denn auch anders sein? Also warum denn auch nicht, Freya? Böse Eisschleim, Mann. Der in alle Richtungen schießt. Ich nehme sowas. Hey! Was ist die grüne Spritze? Spritzen, hier die grüne. Speed up. Ach, okay. Stehe falsch markiert. Warum passiert sowas immer? Vielleicht ändern die Werte aber dann nicht die Markierung oder da hier so entstanden. Dass was falsch markiert ist. Ein bisschen Money, dann kann ich in den Raum holen. Fun. A higher priest. Gibt hier eine Einheit, warum es zwei geben sollte, wie das denkt. Eine Karte. Noch ein bisschen Geld, dann läuft das. Ich will die Frage, wo ich noch am besten ein bisschen Geld herkriege. Ich weiß nicht, ich habe noch nichts gemacht, was mich in Richtung Teufel bringt. Duke Nukem of Flies. Duke Nukem Fliegen. Oh. Hier ist ab. Ist das auch richtig markiert? Ja. Drei Herzen verliert. Da ich will zwei Herzen verlieren und eine hinkriegen. Ich habe keine gute Kombi. Habe ich wieder ein Herz bekommen dadurch. Und ich gehe gerade auf die Richtung, in Richtung Guppy. Wie man sieht. Da ich jetzt eh schon den Teufelsweg gewählt habe, rein mit mir. Wir gehen jetzt zum Blutspendeautomaten und spenden ein bisschen. Wir haben drei halbe Herzen, weil wir ganze Herzen jetzt nicht mehr spenden können. Also ein halbes Herz.
Jetzt kann ich mir wahrscheinlich die Map kaufen, weil da lässt ja immer Geld fallen. So, zweites hat es jetzt. Ich geh mal die Map her. Treasured Map. Dankeschön, jetzt weiß ich, wo der Geheimraum ist. Kann ich den auch mal eben öffnen? Hier liegt auch nochmal ein bisschen Geld, schön. Die komme ich wohl kaum ran. Also spring ihn raus. Ich habe zwar nur noch eine Bombe, aber da ich eh nur den Geheimraum sehe und nicht den super Geheimraum, ist ja nicht so viel. Lol. So. Das ganze Herz auf umgewandelt in Seelenherzen. Genug Münzen werde ich ja wohl kriegen. Hoffe ich zumindest. Ich glaube, dieses Spaceball-Item kann ich jetzt eh nicht mehr kriegen. Und abwärts. Caves. Na gut, lohnt sich soweit. 103. Das heißt, ich meine Bomben vermehrt um 1. Dies ist geschehen. Jetzt eigentlich rein. Ich meine, ich habe alle Herzen. Ja, ich habe schon Interesse. Da bringe ich mich zum Itemraum. Das Tolle ist, wenn die Gegner töten, kann ich auch was bekommen. Bei der Fälle kann man sich ja immer noch ausbauen. Hm.
Oh ne. Einzigen Schaden genommen. So, und der Part ist zu Ende. Also, tschüss.